Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Im Vorfeld Ihrer Verpflichtung hier in Augsburg wurde immer wieder auch betont, Sie sind ein Trainer, der gerne nach vorne spielen lässt. Sie hatten mit dem System auch Erfolg. Aus Regensburg dieses System, übernehmen Sie das hier in Augsburg? Man hat halt hier, wenn man Sie beobachtet, immer wieder gesehen, dass Sie fordern, dass die Jungs sofort ab Ballkontakt schnell nach vorne spielen, in die Spitzen spielen. Ist das auch das System, was Sie hier vorziehen werden? Ja, im Endeffekt ist wichtig, dass wir erfolgreich sind und da darf man natürlich die Defensive nicht vernachlässigen. Das wird die Basis sein, eben wenig Gegentore zu bekommen, aber selbst dann immer wieder in der Umschaltbewegung nach vorne zu spielen und darüber und über diese Situationen eben erfolgreich zu sein, wird der Schlüssel sein und Augsburg hat das im letzten Jahr schon erfolgreich praktiziert und daran wollen wir anknüpfen. Wie gesagt, jetzt beginnt die Vorbereitung für Sie. Die Saison geht erst am 24. August los, noch relativ lange Zeit. Die nächsten ein, zwei Wochen, worauf legt man da das Hauptaugenmerk jetzt? Erstmal stimmt es, dass es eine unheimlich lange Vorbereitung ist. Ich glaube 7 oder 8 Wochen. Und da gilt es einfach, die Spieler dann auf dem Punkt X, nämlich am ersten Spieltag, hundertprozentig fit zu haben. Und ich denke, das werden wir schaffen und hoffe es natürlich. Wir müssen schauen. Wir haben das DFB-Pokalspiel ja eine Woche vorher. Auf das trainieren wir hin und wir werden den Spielern noch zwischendrin ein paar freie Tage dann auch gönnen, wo sie Hausaufgaben zu erledigen haben. Aber in den nächsten 1-2 Wochen werden wir eben in der Ausdauergrundlagenarbeit weitermachen. Ein Trainer, der kommt aus der Bundesliga jetzt zum ersten Mal für Sie, der kommt auch mit Erwartungen an seinen Manager. Sie haben sicherlich den einen oder anderen Spieler noch im Hinterkopf. Sind bisher alle Wünsche erfüllt worden oder realisiert worden können? Oder haben Sie noch im Hinterstübchen so den einen oder anderen, wo Sie hoffen, dass den noch dazukriegen? Ja, ich hab natürlich auch große Wünsche, das ist klar, aber alle Wünsche werden nicht erfüllt. Das ist nicht möglich, aber der FC Augsburg hat in dem Bereich jetzt sehr gut gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben gute Neuzugänge in meinen Augen bekommen, sind entweder Spieler, die eben aus dem Ausland kommen und da eben gestandene Spieler waren oder junge Spieler wie der Kevin Vogt zum Beispiel. Also wir haben wirklich gute Verpflichtungen getätigt. Wichtig ist dann als Mannschaft zu funktionieren und das ist das große Ziel und die Aufgabe in den nächsten Wochen. Sie haben heute auch viele Spieler aus der U23 dabei gehabt. Steinherr, Pablo Piegel, Nebel. Wie zufrieden sind Sie mit den ganz Jungen? Ja, auch. Sie sind ein wichtiger Bestandteil. Sie geben Gas und bereichern uns. Und natürlich braucht man eine gewisse Anzahl in Trainingslagern oder bei solchen Spielen. Und da ist es immer für einen Trainer ganz wertvoll, wenn man gute Talente in der Hinterhand hat. Und der FC Augsburg ist bekannt dafür. Und das wollen wir natürlich fördern und schauen auf den eigenen Nachwuchs. Gut, wir wünschen Ihnen, Herr Weinziel, gutes Gelingen in der Bundesliga und hoffen, dass wir uns dann irgendwo wiedersehen. Danke.